Hallo und herzlich willkommen zurück bei Open Transport Tycoon Deluxe. Nochmal eine ganz kurze Aufnahme. Zurück aus dem Urlaub. Ja, eine Woche. War relativ intensiv. Und dazu aber mal eine Frage in die Runde. Wer von euch ist denn schon mal mit dem Eurotunnelzug unterm Ärmelkanal gefahren? Egal wie viele es sind, ich gehöre jetzt offiziell dazu und es war sehr interessant, muss ich sagen. Von solchen Zugverbindungen müsste es meiner Meinung nach eigentlich auch viel mehr geben. Jetzt war die Frage, wo waren wir stehen geblieben? Karosserie-Eskalation hier. Zuletzt haben wir hier, ich glaube, diesen Schmelzofen bedient, der jetzt noch Roheisen und Brandkalk eventuell braucht. Ist das so? Stahl, Manganerz, Stahl, Manganerz, Brandkalk. Brandkalk hat er. Ach, das ist das, was von hier kommt. Benötigt Kalkstein Treibstoff. Okay, Kalkstein. Wo kriegen wir das her? Das kommt aus einem Crackingwerk. Nee, Quatsch. Aus dem Steinbruch. Schauen wir mal. So, das ist das hier. Ja, da gibt's einiges. Da unten sehe ich sogar einen, der mit dem Schiff anfahren könnte. Der hier. Der hat Kalkstein, genau. Der würde mit dem Schiff gehen. Ach, hier fährt schon irgendein Schiff sogar lang. Dann passt das ja. Dann wird hier die Schiffsstrecke gleich noch weiter ausgebaut. Ist ja perfekt. Genau, der würde auch bis hierher kommen. Ne, würde gehen. Wir bauen dazu einfach mal hier richtig einen Dock hin. Absenken können wir nie, weil sonst das ganze Bergwerk da eintüdelt. Warum ist eigentlich hier die Beschriftung aus? Ach, die... Sorry, die haben ja keine Beschriftung. Das kommt ja erst, wenn ich die Station baue. Och, das ist wieder so ein Fail gerade wieder. Egal. So, zack. Rorschach Steinbruch. So, dann machen wir einfach hier. Das werden wir mit Zement ein bisschen eintüdeln. Könnte man hier nämlich noch einen Dock hinbauen. So, und dann könnte man jetzt einfach die Sachen hier, den Kalkstein dort runterbringen. Ja, zurück zum Eurotunnel. Ja, das ist eine interessante Sache. Gibt es ja jetzt auch, den gibt es ja auch, glaube ich, erst so rund 30 Jahre. Und bei solchen Verbindungen müsste es eigentlich mehr geben, weil das ist eigentlich eine coole Sache. Allerdings preislich, naja, 4 Personen im Kombi. Ich glaube 250 Euro waren das. Aber du fährst halt dort rein. Und dann bist du drüben einfach. Sowas nehmen wir mal hier. Kleiner Frachter. Hier fährt. Ach, das Ersatzteil-Ding. Das lohnt sich auch nicht so wirklich hier, glaube ich. Das müsste man auf jeden Fall nochmal umplanen. So, und was waren hier jetzt für Schiffe? Das sind die der Kaditz-Frachter. Ja, ich glaube, den würde ich ja noch für die Strecke ja auch nehmen, oder? Das soll ja nicht so ein riesen Schiff hier auf diesen engen Kanälen rumtuckern. Das soll ja auch gewissermaßen dann passen. So, fahr hierher. Zack. Und dann die Runde zurück. Machen wir erstmal nur einen, weil ich nicht weiß, wie sich es auswirkt. Kalkstein. Guck
Gucken wir mal hier, ob sich diese ganzen Sandbank-Dinger. Ne, die haben Fisch. Oh, hier ist so viel Ton drin. Könnte man wahrscheinlich noch mehr Schiffe raushauen. Aber ich glaube, wir haben da immer schon so viele geschickt, ne? Der hat auch so viel. Das würde sich, glaube ich, lohnen, da noch mehr Schiffe rauszuhauen. Dann gucken wir uns das gleich mal schnell an hier. Ja, hier lohnt es relativ. Wo war denn eigentlich jetzt hier das Dock? Das war doch an irgendeinem... Hier. Hier können wir zumindest nochmal einen raushauen. Das hier oben wird auch angefahren. Wahrscheinlich würden sich dann auch größere Frachter mehr lohnen, oder? Machen die Gewinn? Das liegt dann eher an der Fahrstrecke. Oder haben wir welche, die besser sind? 49. Na gut, den könnte man noch nehmen, ne? Aber dann hast du einen großen. So kommt dann halt immer mal was an. Immer so abschnittsweise. Ja, das Thema Eurotunnel, das setze ich jetzt zum x-ten Mal an. Also für die, die damit noch nie gefahren sind, erkläre ich es einfach mal. Also, ja, das ist halt von Frankreich aus, ist das schon rechtzeitig ausgeschildert, bevor man dort in Calais ankommt. Und dann hat man so eine Fahrspur, wie so eine Autobahnabfahrt. Da hat man dann zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal LKW, einmal PKW. Wir nehmen natürlich die PKW-Strecke. Da kommt dann direkt der Platz, wo man sein Ticket kauft. Und da wird einem schon gesagt, so lange ist ungefähr die Wartezeit. Das war bei uns irgendwie 2 Stunden. Und dann fährt man weiter. Dann hast du hier so einen Parkplatz mit so einem Duty-Free-Bereich. Das Blöde ist, dass du hast nebenan ein riesengroßes Einkaufszentrum. Da kommst du aber nicht hin, wenn du da schon drin bist in dem Areal. Was ist denn hier in die Sandbank? Ach, hier hinten. Das ist ein bisschen blöd. Und ja gut, du hast da aber 2, 3 Geschäfte, ein Burger King, ein Starbucks. Du kannst ja da halt dann was kaufen. Auch hier so Souvenirs gibt es da schon und auch für England solche Sachen, wo man seine Scheinwerfer abkleben kann, weil das ist ja Linksverkehr. Und dann würde man alle blenden. Das gibt's da, also um halt mal da die Wartezeit zu überbrücken mit einem Snack, ne, geht das schon, muss ich sagen. So, und dann hast du halt so riesen Anzeigetafeln, da steht drauf, deine Gruppe ist so und so viel dran. Also du wirst halt zugewiesen, zum Beispiel Gruppe A5 oder R7, was weiß ich. Steht auf deinem Ticket, dann musst du halt selber auf die Anzeigetafeln gucken. Und da steht dann halt drauf, Gruppe A4 jetzt bereit machen, um loszufahren. Und dann fährst du halt erstmal in die Grenzkontrolle Frankreich rein. Und dann kommt im Anschluss direkt schon auf französischem Festland die Grenzkontrolle für Großbritannien. Mit Möglichkeit, dich rauszuwinken und dich in so einer Garage zu filzen. War bei uns aber nicht der Fall. Ja, und dann stellst du dich dort in einer Reihe an. Das ist ausgeschildert. Fährst dann auf die Rampe drauf, hast erstmal wie so eine Warteschlange, wie so eine RCT-Warteschlange. Ja, bloß gerade halt, so mehrere Reihen nebeneinander. Und da gibt es dann eine Ampel, wenn die grün ist, fährst du einfach los. Und wirst dann in den Zug eingewiesen. Der Zug ist relativ eng. Man kann aber aus dem Auto aussteigen. Das sind für PKWs, sind das 2 Etagen. Doppelstockzüge, wo du dann reinfährst. Wir waren oben. Und es gibt auch Toilette, die ein sehr interessantes Design hat. Also
nicht so, wie man das kennt von irgendwelchen Flugzeug- oder Zugtoiletten, die völlig stinklangweilig gestaltet sind. Und da haben sie sich schon ein bisschen Mühe gegeben, ist aber trotzdem relativ eng, aber tut ja nichts zur Sache. So, hätten wir jetzt hier theoretisch den Kalksteinzug. So, jetzt brauchen sie noch Treibstoff. Genau, bist du im Zug, dann wirst du oft gefordert, man soll halt sein Fahrzeug nach Möglichkeit nicht verlassen. Man soll sich auch nicht während der Fahrt zwischen die Fahrzeuge Autos stellen. Das ist nämlich keine gute Idee. Wir standen mit unserem Auto an so einer Stelle, wo halt gerade die Toilette war. Da war das besonders eng. Da bin ich gerade noch so rausgekommen aus dem Auto. Aber ansonsten ist Platz. Ja, dann fährt der Zug irgendwann los. Das wackelt ein bisschen, so 35, 40 Minuten. Dann bist du drüben in England. Wirst aus dem Zug rausgefahren, also rausrangiert, beziehungsweise einfach rausgelotst. Ja, und dann bist du in Großbritannien und kannst da halt eskalieren. Ich glaube hier, das würde sich eigentlich mit einem Zug nicht wirklich lohnen, oder? Von hier. Na, gucken wir mal. Oder brauche ich da einen... Na gut, LKWs hätten den Vorteil, man hätte halt immer so ein bisschen so eine regelmäßige Versorgung, würde ich sagen. Hier oben ist auch noch ein Steinbruch. Oder was bietet denn eigentlich die Güterstraßenbahn an bezüglich Stein-LKWs? Quatsch, Kalkstein. Genau, in Großbritannien geht es dann raus, fährst aus dem Gelände raus, hast dann gleich Linksverkehr und dann bist du drüben. Coole Sache, wie gesagt, sowas müsste es mehr geben. Das Blöde an der Straßenbahn ist, dass die halt wieder diesen Sound nicht haben. Die brauchen irgendwie gefühlt ewig, bis sie voll sind. Na gut, wir machen das vielleicht trotzdem mal mit... Ich würde eigentlich gerne mal eine andere Straße nehmen. Hier vielleicht das hier, ESR Road Construction. Ich glaube, das Problem ist dann aber, dass die LKWs nie so schnell fahren, oder? Ich mir jetzt mal die aktuellsten nehme. 109, 88. Die würde ich halt gehen, aber wenn die haben halt leider den Sound nicht. Das ist halt dumm.